Sie sucht bei Männern Liebe und Bestätigung und wird immer wieder enttäuscht. Und wenn sie sich rächt, bleibt bei Mercedes doch nur das Gefühl, völlig wertlos zu sein. Etwas, das sie schon seit ihrer Kindheit begleitet und das sie einfach nicht los wird. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Mercedes. Hallo Markus. Dieses Gefühl, ich bin wertlos, woher kam das? Es fing schon an in der Kindheit. Ich bin aufgewachsen in einem Slum, wenn man das so möchte, Ghetto, wie auch immer. Und da war ziemlich große Armut. Wir waren 12 Kinder. Und meine Mama hatte nie eine Waschmaschine. Die hatte ihre erste Waschmaschine bekommen, da war ich 11. Keine Toilette, einfach alles nur schmutzig. Und mein Papa war Alkoholiker. Und ich habe sehr früh bemerkt, dass es einfach einen Unterschied gab zwischen dieser Schwertmühle, so hieß also dieses Slum, und dieser Stadt, die dann um uns rum war. Ja? Also mein Schulweg zum Beispiel, da habe ich immer aufgepasst, dass ich durch die schönen Häuser, durch die schönen Gassen laufe. Und irgendwann ist in mir ganz stark dieses Bewusstsein gewachsen, und da möchte ich leben. So möchte ich leben. In einem Haus mit einer schönen Eingangstür, die man absperren kann, dass ich mich sicher fühle, wo die Toilette und das Bad einfach in der Wohnung drin ist, wo man schöne Vorhänge dran machen kann, einfach, dass es sauber und geschützt ist. Mhm. Das war mein Ziel, mein Antrieb. Genau. Das war ja so etwas ganz Persönliches, dieses wertlos fühlen. Wie hast du das erlebt? Es gab auch sexuelle Übergriffe in meiner Kindheit von einem Jungen in der Umgebung. Und das war schon so ein Ding für mich. Es war schrecklich. Auf der einen Seite wusste ich, das ist ganz, ganz schlimm. Auf der anderen Seite habe ich gespürt oder gefühlt damals, das geschieht dir recht, weil du bist sowieso nicht wert, dass man gut mit dir umgeht. Genau. Und es war auch, ich war voller Ängste, wenn es dann so weit war jedes Mal. Aber ich habe mich nicht gewehrt, weil ich dachte, es hört sowieso niemand zu. Du bist es nicht wert, dass man dir da hilft. Bist du mal zu deiner Mutter oder zu deinem Vater gegangen? Ja, zu meiner Mutter. Wie hat sie reagiert? Sie wollte es nicht wahrhaben und hat es abgetan. Also es findet gar nicht statt? Richtig. Und für den Vater, mit ihm zu sprechen? Mein Papa lebte damals nicht mehr. Also mein Papa starb, da war ich 13. Und dieses Gefühl von Wertlosigkeit, das war die ganze Zeit da? Immer. Als du 15 wurdest, hast du dich dann zum ersten Mal so richtig groß verliebt? Total. Wie war das für dich? Es war Feuerwerk. Also es war für mich mega toll, weil dieser junge Mann damals sich für mich interessiert hat. Und das war für mich was ganz Neues. Und er kam aus einer sehr guten Familie, dachte ich damals. Und ich war einfach nur happy und glücklich, dass er mich wollte. Ja. Ihr seid zusammengekommen und für dich war das der siebte Himmel. Mega. Wie lange lief diese Beziehung? Also wir waren insgesamt 10 Jahre zusammen. Und die ersten, ja, ich würde mal sagen, 6, 7, 8 Jahre waren echt klasse. Wir waren auch verlobt. Wir haben zusammen dann gelebt. Als ich 19 wurde, 20, sind wir zusammengezogen. Waren auch verlobt und für mich war Fakt, den Mann heirate ich. Und ja, und in der Zeit habe ich mich dann auch entschieden, Kosmetikerin zu werden, die Ausbildung gemacht und habe mich auch selbstständig gemacht. Das heißt, es ging bergauf? Absolut. Richtung eigenes Haus und allem, was dazugehört? Ja, und 5 Kinder wollte ich immer haben. Er war für mich eigentlich das Nonplusultra. Er war so, in Klammer jetzt, Gott, also für ihn, er war für mich jemand, was er sagte, war für mich Gesetz. War er der dich rausholt aus dem Slum? Richtig. Rausholt aus diesem Dreck, aus diesem Wertlossein? Kann man sagen, ja. Der dir eine neue Identität geben konnte? Und dann auf einmal erfährst du, dass er fremd geht. Wie war das für dich? Niederschmetternd. Wie hast du das erfahren? Ja, manche Männer sind ein bisschen dumm in dem, was sie tun, wenn ich das so sagen darf. Heute lache ich drüber, aber er hat dann einfach Dinge getan, die er sonst nicht getan hat. Und hat dann ja, länger gearbeitet anscheinend und irgendwann habe ich ihn drauf angesprochen. Den Mut hatte ich dann
Und erst hat er es geleugnet, aber dann war es klar. Mhm. Und er hat dich dann verlassen? Er hat mich gebeten zu gehen. Okay. Genau, und dann bin ich gegangen. Was hat es mit dir gemacht, jetzt auf einmal abgestoßen sein, weggestoßen? Ja, ich war wieder in der gleichen Gefühlssituation wie als Kind, wertlos. Mit mir kann man es machen. Mhm. Ja. Und hast du es mit dir machen lassen? Erstmal ja. Also es gab eine Situation, die möchte ich gern sagen, um einfach das Gefühl klarzumachen. Ich konnte es nicht ertragen, dass er mich verlässt. Es war für mich wirklich, wie wenn ich sterben müsste. So, das Gefühl war heftig. Und habe dann etwas getan, wo ich wusste, es gefällt ihm. Also ich habe mich einfach in Reizwäsche gekleidet und bin vor seine Tür, also in unsere damalige noch gemeinsame Wohnung, wo ich ja schon ausgezogen war, und habe geklingelt und habe dann meinen Mantel aufgemacht und habe das gesehen. Das war für mich dann in dem Moment sehr erniedrigend. Ich habe mich erniedrigt für ihn. Und er hat dann nur gesagt, ich soll wieder gehen. Und da war ich ziemlich fertig. Mhm. Also da war ich dann total außer mir und habe den Schmerz einfach schon immer ausgehalten. Und da habe ich gedacht, so Junge. Und da war Rachegefühl da. Ich wollte, dass er auch leidet. Mhm. Und was hast du gemacht auf deinem Rachefeldzug? Ich wollte einfach auch wissen, es war nicht nur Rache, sondern auch das Gefühl, komme ich eigentlich noch an? Bin ich wirklich so schlimm, so schlecht? Und habe dann zu einer Freundin gesagt, und heute Abend gehen wir weg und ich reiße einen Typ auf. Und den verarsche ich. Entschuldigung den harten Ausdruck, aber den werde ich sowas von veräppeln, um ihm weh zu tun. Und es hat, ja, es hat super geklappt. Mhm. Du bist tatsächlich an dem Abend losgezogen, hast einen Typen aufgerissen und wie lange hat das dann jetzt gehalten? Ich meine, das ist ein One-Night-Stand, oder wie hast du das gemacht? Leider. Ja, also heute bin ich nicht stolz drauf, aber ja, habe ich schon gemacht. Also ich habe ihn schon ziemlich angemacht und der ist gleich draufgesprungen. Und dann bin ich auch zu ihm gezogen, sehr schnell, innerhalb von einer Woche. Das war gar kein einmaliges Ereignis? Nee. Ich habe dann 8 Wochen bei ihm gewohnt. Einfach nur mit dem Ziel, deinem Ex weh zu tun? Mhm. Und das habe ich erreicht. Okay, wie hast du das gemerkt? Er stand ständig vor der Tür. Um dich zurückzuholen? Ja. Und wie hast du reagiert dann? Ich habe es erstmal genossen. Und im Stillen habe ich geweint drüber, was ich da tue. Und diese 8 Wochen, als die waren furchtbar. Ich bin dann schnell wieder gegangen. Also er war nicht da und dann bin ich abgehauen. Mhm. Jetzt, dein Freund stand aber vor der Tür und wollte dich wieder zurückholen. Mhm. Bist du wieder zurückgezogen? Mhm. Okay. Du hast dich tatsächlich 2 Jahre später dann nochmal erneut verliebt, jetzt aber jemand wieder ganz anderen. Genau, das war dann mein Mann, mein Ex-Mann. Dein Ex-Mann geworden. Genau. Ja. Die Beziehung verlief ähnlich. Ja. Kannst du da mal ein bisschen berichten, was da so passierte? Also, wir haben uns kennengelernt und irgendwie hat mir seine Art gefallen, dass er so um mich buhlt. Das fand ich schon toll, weil jede Frau mag das, wenn sie merkt, wow, da ist jemand, der dich gut findet und dann... Romantisch. Ja, romantisch war er auch, was ich auch bin. Das hat er schon mal passt. Ja, und dann, um das kurz zu machen, es war dann so, dass ich zu meiner Schwester nach Amerika, die lebt in Amerika seit über 30 Jahren, habe ich meine Schwester besucht. Und als er mich abholte, nach 3,5 Wochen, hat er am Flughafen das beendet. Er hätte eine andere Frau kennengelernt, er möchte das beenden. Und wie war das für dich jetzt, so abgeholt zu werden mit einem Satz? Katastrophe. Ich habe gedacht, mir tritt jemand ins Herz oder keine Ahnung. Es war schlimm. Also es war wieder das gleiche Gefühl wie damals. Du bist es nicht wert. Mit dir kann man es ja machen. Mhm. Hast du eigentlich einen Rachefeldzug gestartet, wenn ich fragen darf? Ja, habe ich wieder. Es hat auch nicht lange gedauert. Dann kam mein Mann zurück. Also nicht ich, sondern er. Und hat mir dann einen Heiratsantrag gemacht. Er hatte dich betrogen, kommt wieder zurück, macht einen Heiratsantrag. Mhm. War für mich Fakt, der Mann muss mich ja lieben, sonst heiratet er mich ja nicht. Und wie hast du dich gefühlt? Wie eine Prinzessin. Er hat dich dann auch wahrscheinlich wie eine Prinzessin behandelt. Ja, schon. Also war auch schön. Ja, war total schön. Wie war eure Ehe? Die erste Zeit war es gut. Und dann fing die Achterbahnfahrt an. War schon heftig. Mhm. Einfach. Was ist passiert?
Ich wurde ja dann schwanger. Es war finanziell ganz arg schwierig bei uns. Mein geschiedener Mann hatte damals extreme finanzielle Probleme. Ich musste dann arbeiten gehen. Ich habe mich auch überfordert gefühlt mit Vanessa, also meiner Tochter. Arbeiten, Tochter, Ehe wackelt mehr und mehr. Ich bin in eine ganz ziemlich tiefe Depression gefallen, war dann auch in einer Behandlung. Das war so ein schleichender Abschied? Ja, genau. Ja. Ich habe das mehr und mehr gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe, dass ich nur noch funktioniere, wenn ich im Geschäft war, meine Kunden behandelt habe. Und wenn die dann gegangen sind, zusperren, und dann bin ich zusammengebrochen in mir, habe viel geweint, bevor ich dann wieder nach Hause gefahren bin. Und wenn ich heimfuhr, kam sehr, sehr oft der Gedanke, fährst jetzt gegen einen Baum oder springst von der Brücke. Wir sagen die Todesbrücke. Da gibt es bei uns im Ort eine riesengroße, hohe Brücke. Da haben sich schon einige Menschen leider das Leben genommen. Und das dachte ich, machst du auch. Weil du erträgst es einfach nicht mehr. Das lief ja anderthalb Jahre lang so. Aber du bist nicht gesprungen. Gab es etwas, was dich zurückgehalten hat? Ja. Meine Schwester, Esther, die war, also die lebt in Amerika schon über 30 Jahren, war in der Zeit aber mit ihrem Mann in Würzburg. Und da hatte ich sie besucht. Also sie war in der Zeit in Deutschland und habe bemerkt, irgendwas ist mit ihr nicht in Ordnung. Also für mich war das spooky, da hoch. Und hat sie mir von Jesus erzählt. Und ich denke, ach nee, was geht jetzt? Aber auf eine Art und Weise, die mich erst total erschreckt hat, weil sie war verändert. Sie war von Jesus Christus erzählt? Von Jesus Christus erzählt. Wie Jesus Christus sie mit Liebe in Liebe begegnet ist und wie er ihr zeigt hat, wie wertvoll sie wäre, wie wichtig sie wäre und dass er sie gewollt hätte und will. Und egal, was in deinem Leben ist, ist dafür ans Kreuz gegangen. Und lauter so Zeug hat sie mir erzählt. Und dann dachte ich, nee, das ist mir alles zu viel. Es war mir echt zu viel. Und meine Schwester kann sehr straight sein. Und da hatten wir dann auch wirklich ein Streitgespräch. Und dann hat sie gesagt, okay, ich akzeptiere das. Aber eins kannst du mir nicht verbieten. Ich werde für dich beten. Jeden Tag. Und dann bist du nach Hause gefahren. Du wolltest dich ja eigentlich deinem Leben ein Ende setzen. Eigentlich ja. Und irgendwas hat sie aber in mir getan. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Da war dann etwas wie so eine Blockade oder jetzt noch nicht. Irgendwie so dieser Gedanke. Kam dir dann nochmal irgendwie Jesus? Dann kam eine Kundin. Die Kundin war schon ein paar Mal da in meinem Kosmetikinstitut. Und die hat dann plötzlich offenbart, dass sie bekennende Christin ist und hat von Jesus erzählt. Kanntest du Jesus irgendwie oder hattest du Jesus vorher schon mal gehört? Ja, gehört schon. Ich hatte ja Religionsunterricht. Ich war eigentlich katholisch. Hatte auch Kommunion, was man so hat. Aber Gott war für mich so jemand, wenn du anständig bist, wenn du gut bist, dann darfst du zu ihm kommen. So war meine Vorstellung, mein Gottesbild. Und diese Kundin damals, die hat mir ein ganz anderes Gottesbild gezeigt oder erzählt. Und ich denke, was erzählt die mir da alles? Was hat sie erzählt? Dass Jesus einfach Gottes Sohn ist und dass er alle Menschen liebt. Und dann hat sie von ihrem Leben erzählt, wie sie dazu kam und dass es für jeden da ist. Und dass er gebrochene Herzen heilt. Und ich, okay. Und dann sagt sie, wenn du möchtest, wir brauchen jemanden, der, wir machen einen Frauennachmittag, der uns schminkt. Und dann habe ich gedacht, ach nee. Schminken, Christinnen, also ich hatte eine ganz komische Vorstellung, wie Christinnen auszusehen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, komme ich. Ich gucke mir das mal an, oder? Ich gucke mir das mal an, ich komme. Jetzt war das für mich eines der schönsten Nachmittage, die ich wirklich erlebt hatte zu der damaligen Zeit. Ich habe mich angenommen gefühlt, die waren unheimlich herzlich. Die haben sich von mir beraten lassen, haben meine Arbeit geschätzt. Ich habe mich geschätzt gefühlt, wertgeschätzt gefühlt und so hat dann in mir eine Neugier angefangen. Wer ist denn dieser Jesus? Wirklich. Wie hast du dann diese Neugier gelebt? Hast du gefragt, was ist los? Oder? Ich habe dann einen Glaubensgrundkurs besucht. Der hieß damals Farbwechsel. Habe mal Jesus mehr und mehr
nahegebracht bekommen, wie Jesus war, ist, wie auch immer. Und war total begeistert. Aber ich wusste noch nicht, wie geht es jetzt hier alles, was soll ich hier machen? Und bin dann ab und zu in Gottesdienste. Und fand es auch immer ganz toll, wie die so singen und klatschen und machen. Und dann war eines Tages ein Gottesdienst, wo ich ganz schlimm fand. Da war ein amerikanischer Prediger da, und denke, Zirkus oder was ist hier? Und fand es einfach nur abstoßend und habe gesagt, jetzt gehe ich, das kann ich nicht ertragen hier. Und bin gegangen. Und dann hat die gerade diese Kundin zu mir gesagt, weil ich mich ja nicht mehr blicken habe lassen, es war für mich ganz schlimm, weil ich gemerkt habe, ich habe etwas lieb, ich habe etwas lieb gewonnen, jetzt kommt da jemand Fremdes und macht es mir kaputt, dieser Prediger. Mhm. So habe ich das empfunden. Und dann hat diese Kundin damals zu mir gesagt, oder ja, wenn dir was nicht gefällt, du darfst es bei uns falls sagen. Ich sage, wem soll ich das sagen? Ja, sag's dem Ältesten, also von der Leitung. Ich sage, dem werde ich schon was erzählen. Das hast du dann gemacht? Bist das habe ich dann gemacht. Wir haben uns verabredet. Und dann hat er mir halt erzählt, wie das Ganze läuft, dass es einfach unterschiedliche Arten von Predigtformen gibt. Oder einfach auch der Prediger sich selbst ja auch. Der eine ist stiller, der andere ist ein bisschen lebendiger, der andere wie auch immer. Mhm. Und so ging halt eins ums andere. Und dann hat er plötzlich angefangen, mich mal Dinge zu fragen. Und auch Dinge über mich auszusprechen, die er nicht wissen konnte. Gerade über meine Kindheit. Dass er sieht, dass ich viele Tränen geweint hätte. Dass ich tief verletzt wäre. Und dass es immer noch bluten würde. Und ich denke, was erzählt er mir jetzt? Mir ist ganz anders geworden. Ich wusste, da spricht eigentlich nicht jetzt dieser Mann, sondern Gott spricht mit mir. Also es war ganz strange. Mega. Ja. Und da wollte ich einfach nur gehen. Das hat mir Angst gemacht. Und dann sagte er, du, ist okay, aber wenn du möchtest, komm doch morgen wieder. Er denkt, dass es noch ein paar Dinge gibt, die ich vielleicht wissen möchte. Ich sage, okay, kann ja machen, ich wollte ja nicht feige dastehen. Bin ich also wieder hin am nächsten Abend. Und dann sagt er zu mir, weißt du, Mercedes, Gott, ich muss da immer aufpassen, dass ich ins Weinen nicht anfange, weil das so tief ging. Gott kennt die Anzahl deiner Haare. Wer beschäftigt sich denn mit der Anzahl meiner Haare? Wie wertvoll muss ich denn wirklich Gott sein, dass er das weiß? Und hat es bei mir Bing gemacht. Und dann gibt es in Psalm 139 noch die Stelle, wie wertvoll Gott mich gemacht hat. Das hat alles so zitiert und es hat so gepasst, so mittendrin. Und das steht ja auch in der Bibel, dass Gott Menschenherzen heilt, zerbrochene Herzen heilt. Und genau das durfte ich in dem Moment wirklich spüren, erfahren. Und dann hat er gemeint, ob er für mich beten darf und ob ich mein Leben Jesus übergeben möchte. Und ich wusste, jetzt ist es soweit. Ich versuche immer das Gefühl klar zu kriegen, was da abging. Aber das war, wenn ich es nicht gemacht hätte, Markus, ich glaube, ich wäre gestorben. Ich habe einfach gespürt, das muss ich jetzt machen. Und habe es gemacht und der Raum war, und das ist echt nicht übertrieben, der war erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Erfüllt. Der war plötzlich heller wie vorher. Ich habe mich eingebettet gefühlt, das kann ich gar nicht erklären. Und ich war Mittwoch und Donnerstag bei diesem Ältesten und am Freitag war ich verabredet mit einer guten Bekannten. Das war auch meine Angestellte damals. Die hat mich, ich habe sie abgeholt, ich stieg in mein Auto ein und es war ein Tag nach meiner Bekehrung. Und ich war so voller Liebe und ich wollte da jetzt hin und jeden in der Disco sagen, dass Jesus ihn liebt. Und das habe ich auch gemacht. Und die steigt in mein Auto ein und sagt, was stimmt mit dir nicht? Sag ich, wieso, was ist der Lippenstift verrutscht oder was ist passiert? Sagt sie, nichts, Mercedes, du siehst anders aus. Was ist denn passiert? Sag ich, das finde ich aber klasse, dass du Jesus siehst. Und sagt sie, wen sehe ich? Sag ich, Herr Jesus.
Ich habe gestern Jesus in mein Leben gelassen. Aha. Und sonst geht es dir gut, sei super. Kannst du auch haben. Und dann sind wir also in die Diskothek. Also jeder, der mir begegnet, musste es sich einfach anhören. Es war mir egal. Ich war so voller Dankbarkeit und Liebe. Und hat die damals zu mir gesagt, meine Angestellte, weißt du was, man sieht mir gehen, wie du nervst mich total. Mhm. Das war im September. Ich muss schon überlegen, September 98. Und im Januar 99 hat sich diese Angestellte dann bekehrt bei mir im Geschäft. Hat sie kleinen beigegeben? Nee, 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 die war einfach angesteckt. Ja. Und die ist heute noch straighter wie ich, denke ich manchmal. Wie hat dein Mann reagiert, als du diese komplette Lebensveränderung hattest? Hat er das so gemerkt? Ja, er hat es gemerkt, er hat mich auch angesprochen, was denn passiert wäre, dann habe ich es ihm erzählt. Und dann, was hat er gemacht? Hat er dich laufen lassen? Einfach voll. Das war nie das Thema. Er hat mich eigentlich immer machen lassen, was ich will. Heute sehe ich das als Desinteresse. Mhm. Aber wenn es dir gut tut, mach mal. Und deine Ehe, wie ging die dann weiter, wenn er dich so laufen lässt? Ja, ich habe mich, wie gesagt, 98 September bekehrt und dann im Frühjahr 99 hat er mir offenbart, dass er eine andere Frau kennengelernt hat wieder. Und da war das für mich die erste Probe. Wie kann Gott es zulassen? Ehe ist vor Gott heilig. Und habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich durch dieses Tal durch und wir kommen dann wieder zusammen. Und er hat uns dann gebeten zu gehen, Vanessa und mich. Wir sind dann auch gegangen und haben uns nicht scheiden lassen. War da dieses Gefühl wieder, na klar, du bist nichts wert? Und schon, aber anders. Wie anders? Es war anders. Irgendwie, wie soll ich dir das erklären, Markus? Ich wusste, es ist ja so, man bekehrt sich, also so war es bei mir. Und dann war ich hungrig, ich wollte alles wissen. Ich habe so viele Fragen gehabt, ich war in Seelsorge. Und all dieser Prozess, der bis heute noch nicht zu Ende ist und nie zu Ende sein wird, bis wir beim Herrn sind, hat mir gezeigt, wie wertvoll ich bin, die erste Zeit. Es gab so viel Liebe und Zuspruch und Begegnungen, die mir das gesagt haben, dass mich das erstmal nicht ganz so ins Bodenlose fallen hat lassen. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe dann auch zu Gott gesagt, okay, Papa, was passiert jetzt? Ich brauche deine Kraft und auch deine Hilfe. Hast du an Gott gezweifelt, dass er es gut meint? Zweifelt nicht. Aber ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. Ja. Ich meine, das ging ja dann auch mehrfach hin und her. Ne? Ja. Die Hoffnung war da, es wird wieder was. Aber letztendlich ist die Ehe gescheitert. Und du sprichst ja auch heute von meinem Ex-Mann. Von deinem Ex-Mann. Mhm. Wie kam es dazu dann? Also wir sind 99 ausgezogen, Vanessa und ich. Dann sind wir 2002 wieder zu ihm gezogen. Er hat in der Zwischenzeit ein großes Haus gebaut. Und es war im Dezember 2002 und es war echt schön und gut. Und dann 2003 im Oktober sind wir wieder ausgezogen, weil er mir offenbart hat, er hat sich wieder eine andere Frau verliebt. Und diesmal hast du es nicht mit dir machen lassen? Nee, diesmal bin ich gegangen, also von mir alleine. Ich habe mich nicht wegschicken lassen, sondern ich gehe und reiche die Scheidung ein. Und das habe ich dann gemacht. Warum hast du es diesmal geschafft? Warum kein Rachefeldzug? Weil ich anderen Menschen nicht wehtun kann für das, was mir widerfahren ist. Es geht einfach nicht. Und ich war einfach in mir drin viel stabiler, viel aufgeräumter, ungeliebt, gewusst, ich werde geliebt. Es ist einfach Fakt, dass es nicht an mir liegt. Das habe ich in dem Zeitpunkt begriffen. Es liegt nicht an mir. Natürlich gehören da viele Gespräche, wie gesagt, Seelsorge hatte ich. Viele Gebete, viele Dinge, die da auch natürlich in der Zwischenzeit passiert sind, um dass es mich so stärkt, wie ich heute da sitze. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass aus dieser Phase der Depression, die ja schon einige Jahre her war, dass sich dieses Leben mit Gott rausgeholt hat? Definitiv, ich würde heute nicht mehr leben ohne Gott. Wie lebst du denn mit Gott? Ganz cool. Also, ich bin nicht einfach auszuhalten, denke ich manchmal. Das heißt, ich bin eine sehr temperamentvolle, sehr impulsive Frau, sehr einfühlsame Frau, aber auch eine sehr
Neugierige. Ich möchte Dinge erklärt haben. Ich möchte Dinge verstehen. Mhm. Und da habe ich schon manchmal mit Gott so Zwiegespräche, die nicht lustig sind. Für manche vielleicht lustig, für mich nicht. Und was ich begriffen habe, ist, auch jetzt in der Corona-Zeit, Gott ist so treu. Und es steht in seinem Wort, er ist treu, wenn ich untreu bin. Ich darf erfahren, egal wie es mir geht, egal wie ich drauf bin, Gott verlässt mich nie. Mhm. Nie. Du hast ja eigentlich immer eine Beziehung zu einem Mann gebraucht, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass du wertvoll bist. Wie ist das heute? Also ich gucke heute in den Spiegel und weiß genau, ich bin ganz auch ohne Mann. Wertvoll, vollständig, liebenswert. Das hört sich vielleicht immer überheblich an, aber ich finde mich heute sogar richtig hübsch, was ich früher nicht sehen konnte. Einfach auch mit dem Wissen, wenn ich mich manchmal selber nicht mag, so Tage hat jeder, nicht nur Frauen, auch Männer, dann weiß ich, und der Gedanke kommt wirklich, Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich schätze dich wert. Mhm. Und es baut mich jedes Mal auf. Lebst du in einer Beziehung zu einem Mann jetzt? Nein. Ich brauche keine, um mich wertgeschätzt zu fühlen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ablehne. Also wenn Gott meint, ich kriege nur einen Mann ab, dann bitteschön. Aber ich bin auf gar keinen Fall auf der Suche oder nicht mehr. Weil ich einfach weiß, und ich liebe mein Alleinsein. Das hätte es früher für mich nie, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Danke dir. Danke dir. Gott hat Mercedes ihren Selbstwert zurückgegeben. Wie ist das bei dir? Kämpfst du manchmal mit Minderwertigkeitsgefühlen? Dann kann ich dich nur ermutigen, rede mit Gott darüber und lass dir von ihm zeigen, wie geliebt und wertvoll du bist. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns gerne eine Mail schreiben oder unter dem Video kommentieren. Und gerne lass dein Abo hier. Noch mehr Geschichten von Menschen, die Gottes Liebe erlebt haben, findest du auf unserem Kanal. Bis gleich.